Gleis 6, Information zu ICE 1022 nach Dortmund, ursprüngliche Abfahrt 6.24 Uhr. Dieser Zug hat aufgrund einer technischen Störung ca. 35 Minuten Verspätung. Ich wiederhole, ICE 1022 nach Dortmund, Abfahrt ursprünglich 6.24 Uhr, hat aufgrund einer technischen Störung ca. 35 Minuten Verspätung. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 1022 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 6.24 Uhr, heute ca. 35 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 6. Einfahrt ICE 1022 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G, Abfahrt ursprünglich 6.24 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RE 80 von Teuchtlingen, Ankunft 6.44 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Information zu ICE 684 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 7.30 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Ihre nächsten Anschlüsse: RI 55 nach Bamberg über Schweinfurt, Abfahrt 7.39 Uhr von Gleis 11. RE 10 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Fürth, Abfahrt 7.41 Uhr von Gleis 8. RE 7 nach Erfurt Hauptbahnhof über Schweinfurt, Abfahrt 8.01 Uhr von Gleis 11. RE 57 nach Bad Kissingen über Schweinfurt, Abfahrt 8.01 Uhr von Gleis 11. Und RB 53 nach Jossa über Karlstadt, Abfahrt 8.01 Uhr von Gleis 7. Gleis 5, Einfahrt ICE 21 nach Wien Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof in den Abschnitten B bis F, Abfahrt 7.35 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RE 80 nach Teuchtlingen über Ansbach, Abfahrt 7.41 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Untersuchung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 523 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 8.04 Uhr, heute ca. 20 Minuten später. Information zu RE 80 von Teuchtlingen, Ankunft 8.17 Uhr, fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Untersuchung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 8 von Stuttgart Hauptbahnhof, Ankunft 8.20 Uhr, fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 8 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Heilbronn Hauptbahnhof, Abfahrt 8.37 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine kurzfristige Erkrankung des Personals. Wir bitten um Entschuldigung.
28 am Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof. Abfahrt 14.24 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Information zu ICE 537 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof mit ICE 587 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 14.32 Uhr, heute circa 50 Minuten später. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung des Zuges. Information zu ICE 90 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 18.26 Uhr, heute circa 120 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur an der Oberleitung. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 7, Einfahrt ICE 90 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G, Abfahrt ursprünglich 18.26 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse: RB 53 nach Karlstadt über Weißhöchheim, Abfahrt 18.22 Uhr, heute ca. 35 Minuten später von Gleis 8. RB 53 nach Schüchtern über Karlstadt, Abfahrt 19.01 Uhr von Gleis 7. RB 85 nach Osterburten über Lauda, Abfahrt 19.06 Uhr von Gleis 2. Und RB 53 nach Bamberg über Schweinfurt, Abfahrt 19.08 Uhr von Gleis 5. Information zu ICE 1128 nach Wiesbaden Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof mit ICE 528 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof. Abfahrt 18.55 Uhr, heute ca. 40 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Wir bitten um Entschuldigung. Ihre nächsten Anschlüsse: ICE 582 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 19.28 Uhr. Heute ca. 55 Minuten später von Gleis 7. ICE 532 nach Oldenburg Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 19.28 Uhr. Heute ca. 55 Minuten später von Gleis 7. ICE 782 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 20.28 Uhr von Gleis 6. RE 20 nach Bamberg über Schweinfurt, Abfahrt 20.35 Uhr von Gleis 10 bis F. Und ICE 1500 nach Leipzig Hauptbahnhof über Erfurt, Abfahrt 20.33 Uhr von Gleis 10. Information zu ICE 927 nach Passau Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 19.49 Uhr, heute ca. 70 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 8. Einfahrt RB 53 von Bamberg, Ankunft ursprünglich 19.51 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RE 7 von Erfurt Hauptbahnhof, Ankunft 19.55 Uhr, heute ca. 25 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges.
zu RE 57 von Bad Kissingen. Ankunft 19.55 Uhr, heute circa 25 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Gleis 7, Einfahrt RE 7 von Erfurt. Ankunft ursprünglich 19.55 Uhr mit RE 10 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Fürth. Abfahrt 20.41 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse. RB 85 nach Osterburten über Lauda. Abfahrt 20.06 Uhr von Gleis 2. ICB 727 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 20.04 Uhr von Gleis 4. ICE 927 nach Passau Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 20.11 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 5. RB 53 nach Jossa über Karlstadt, Abfahrt 20.28 Uhr von Gleis 8. Und ICE 782 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 20.28 Uhr von Gleis 6. Ihre nächsten Anschlüsse. ICE 927 nach Passau Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 20.11 Uhr von Gleis 5. Direkt gegenüber. ICE 782 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 20.28 Uhr von Gleis 6. RB 53 nach Jossa über Karlstadt. Abfahrt 20.28 Uhr von Gleis 8. ICE 683 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 20.31 Uhr von Gleis 5. Direkt gegenüber. Und RE 20 nach Bamberg über Schweinfurt. Abfahrt 20.35 Uhr von Gleis 10D bis F. Information zu ICE 927 nach Passau Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 20.11 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Information zu ICE 927 nach Passau Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 20.11 Uhr, heute circa 50 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 927 nach Passau Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 20.11 Uhr, heute circa 80 Minuten später. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 80 von Teuchtlingen. Ankunft 20.17 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 80 von Teuchtlingen. Ankunft 20.17 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Untersuchung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 22 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 20.24 Uhr, heute circa 60 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung im Ausland. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 22 nach Dortmund Hauptbahnhof. Über Sandburg Hauptbahnhof, Abfahrt 20.24 Uhr,
Heute circa 35 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung im Ausland. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 6, Einfahrt ICE 782 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G, Abfahrt 20.28 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt E bis G. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE 20 nach Bamberg über Schweinfurt. Abfahrt 20.35 Uhr von Gleis 10D bis F. RE 54 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Aschaffenburg. Abfahrt 20.37 Uhr von Gleis 11. RE 8 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Heilbronn Hauptbahnhof. Abfahrt 20.38 Uhr von Gleis 2. ICE 1500 nach Leipzig Hauptbahnhof über Erfurt. Abfahrt 20.33 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 7 direkt gegenüber. Und RE 80 nach Augsburg über Ansbach. Abfahrt 20.41 Uhr. Heute von Gleis 2. Information zu ICE 633 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 20.31 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist Verspätung am Personal aus direkter Fahrt. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 633 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 20.31 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist ein kurzfristiger Personalausfall. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 1500 nach Leipzig Hauptbahnhof über Erfurt. Abfahrt 20.33 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Ihre nächsten Anschlüsse, RE 8 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Heilbronn Hauptbahnhof, Abfahrt 20.38 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 2. ICE 927 nach Passau Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 20.11 Uhr, heute circa 40 Minuten später von Gleis 5. ICE 524 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 20.55 Uhr von Gleis 6. Und RB 85 nach Lauda über Würzburg Süd, Abfahrt 21.07 Uhr von Gleis 2. Gleis 2 Einfahrt RE 8 von Stuttgart Hauptbahnhof. Weiter als RE 8 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Heilbronn Hauptbahnhof, Abfahrt 20.38 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IC 2311 nach München Hauptbahnhof über Augsburg, Abfahrt 20.48 Uhr, heute circa 30 Minuten später. Grund dafür sind unbefugte Personen auf der Strecke. Information zu IC 2311 nach München Hauptbahnhof über Augsburg, Abfahrt 20.48 Uhr, heute circa 50 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu IC 2311 nach München Hauptbahnhof über Augsburg, Abfahrt 20.48 Uhr, heute circa 60 Minuten später. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz auf der Strecke. Information zu IC 2311 nach München Hauptbahnhof über Augsburg,
Abfahrt 20.48 Uhr. Heute circa 60 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung.